Zum auf Sendung. Zum Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mod Live Talk. Heute mit unseren beiden Gastgebern aus dem schönen Badischen, dem Stefan Muschle und dem Leon Martin vom Weingut Freiherr von und zu Frankenstein. Ich möchte allen Teilnehmern, die noch nicht an dem Format teilgenommen haben, gerne ganz kurz erklären, wie es hier läuft. Also in diesem Format sehen Sie sich gegenseitig nicht. Sie sehen dafür das Weingut bzw. unsere beiden Gastgeber und mich. Sie können jederzeit Fragen, Meinungen und sonstige Ideen über den Chat austauschen. Alle Ihre Fragen und Beiträge werde ich im Anschluss an das Weingut moderieren. Eingeladen hat sie übrigens Mod. Mod ist unsere neue Winzergruppe, wo fast aus allen Weinregionen aus Deutschland spannende Betriebe dabei sind. Dazu gehört auch das Weingut Freiherr von und zu Frankenstein, das wir euch heute ein bisschen näher bringen wollen. Lieber Stefan, lieber Leon, ich gebe das Wort gern an euch. Super, vielen Dank, liebe Jenny. Es freut uns natürlich ganz arg, dass wir heute unsere Weine hier über dieses Tool vorstellen können. Wir haben drei Weine ausgewählt von unserem Betrieb. Ich möchte vorab vielleicht gerade noch was zu uns zwei sagen und zum Weingut an sich. Wir sind ja, wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, im schönen Süden, an dem schönen blauen Himmel. Sitze bei uns im Garten heute Nachmittag, genieße das Wetter im Badischen. Und unsere Weine, das Weingut an sich, wir liegen direkt in der Stadt. Die Jenny hat es schon miterlebt, die ist auch schon zweimal dran vorbeigefahren, weil wir sehr unscheinbar sind von der Straße aus. Im Hintergrund haben wir aber eine recht schöne Gartenanlage, wo auch entsprechend Veranstaltungen stattfinden, unser kulinarisches Weinfest. Und das Weingut an sich, die Geschichte geht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Seit 1710 ist das Ganze im Besitz der Freiherren von und zu Frankenstein. Und 2008 hatte ich, also Stefan Huschler, die Möglichkeit, das Ganze mit meiner Familie zu pachten. Wir führen das Weingut als Eigenbetrieb. Das Einzige ist, dass wir die Hardware praktisch von dem Freiherrn übernommen haben, jeden Monat da ein bisschen Pacht dafür bezahlen müssen. Und ansonsten ist das für uns unser eigenes Weingut, das wir mit unserem Stil, mit unserer Stilistik, mit unserem Leben einfach füllen und uns hier verwirklichen können. Und das Ganze kann man nicht immer alleine machen. Und da habe ich einen ganz tollen Mann neben mir sitzen, der Leon. Leon ist, Mädchen, wie soll ich sagen, ich hätte gesagt, Mädchen für alles, aber hauptsächlich für den Vertrieb mitverantwortlich, übernimmt die ganze Internetgeschichte bei uns im Weingut. Wir probieren aber immer auch vor der Füllung miteinander. Und von daher, glaube ich, sind wir ein ganz gutes Team inzwischen. Ne? Haben wir uns da richtig gut zusammengefunden. Hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt. Zum Weingut selber, wir bewirtschaften aktuell 18 Hektar Rebfläche und das Ganze verteilt auf vier unterschiedliche Lagen. Wir sind über die Ortenau. Ich weiß nicht, ob man das Bild mal einbauen könnte. Zeig mal doch die Karte mal kurz, das wäre gut, glaube ich, ja. Dass man mal die Übersicht hat, wo wir genau liegen. Links ganz groß Straßburg im Elsass, also in Frankreich drüber. Und eigentlich gerade in der Weste drüber, 20 Kilometer liegt Offenburg. Da sind wir beheimatet und wir sind auch wirklich in der Stadt drin, unser Weingut. Und die Weinberge haben wir etwas verteilt. Einmal um Offenburg drumherum in Zell-Weierbach. Und dann in Berghaupter am Eingang vom Kinzigtal. Hier sieht man Gengebach auf der Karte, also gerade gegenüber. Links von Gengebach praktisch, muss man sich jetzt vorstellen, Berghaupten. Da haben wir am Schützeberg nochmal entsprechend Rebfläche. Und dann gehen wir sogar nördlich Richtung Badebade bei Bühl. Da gibt es die Gemeinde Lauf und da haben wir seit 2012 auch nochmal einen Weinberg übernommen, den Laufer Gut Alsenhof, auch eine Einzellage im Alleinbesitz von unserem Betrieb. Mhm. Und so kommen wir auf unsere 18 Hektar Rebfläche und hier sind im Fokus ganz klar die Ortenauer Rebsorte, die badische Rebsorte, im Vordergrund Burgunder, beziehungsweise in der Ortenau ist natürlich in Baden noch so ein bisschen diese Riesling-Enklave. Der Riesling darf bei uns auch Klingelberger genannt werden als Synonym, wobei wir im Betrieb ganz stark auf die Burgunder Rebsorte setzen, weil wir einfach hier auch die Böden dazu haben mit unseren Urgesteinsverwitterungsböden, Granit und Gneis, beziehungsweise Gneis mit etwas Buntsandsteinanteil im Alsenhof.
Ich werde bei deiner Meinung noch ein bisschen was dazu sagen. Von daher haben wir da eine riesen Spielwiese, können uns da richtig verwirklichen, haben unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Stilistiken. Wir haben jetzt gerade vorhin im Keller unten noch was probiert, Leon und ich. Habe es Leon blind hingehoben. Und was hat er gesagt? Schützenberg. Ganz klar für ihn. Also es ist durchaus, ich glaube, in der Ortenau nicht einfach, so seine klare Linie zu finden als Weinbaubetrieb, als kleiner Weinbaubetrieb, weil historisch gesehen und von den Lagen her eine enorme Fülle an Möglichkeiten besteht. Das ist, da können wir, glaube ich, auch zum ersten Wein kommen. Genau, mach mal den, gerade den. Ein schönes Beispiel dafür, den ersten, was wir hier an Spielwiesen haben. Expertisen sind, ich meine, ich hätte sie an alle verschickt vorab, zu dem Wein rausgegangen in der E-Mail. Deshalb, wir können kurz auf die Rebsorten eingehen. Es ist eine Cuvée, es sind Bouquet-Sorten. Es wächst, ich glaube, alles in Berghaupten, ne? Oder der meiste Teil wächst in Berghaupten. Der Großteil kommt jetzt von Berghaupten aus dem Kinzigtal. Mhm. Und ist für uns eigentlich so ein bisschen die Ortenauer Cuvée von der Rebsorteauswahl her. Sie besteht aus Müller-Thurgau, Riesling und dann gedeihe bei uns auf den Urgesteinswiderungsböden eigentlich ganz toll, auch die Bouquet-Rebsorte, Scheu und Muscatella und auch der Traminer mit dazugehört. Und in der Cuvée haben wir jetzt noch neben Müller und Riesling auch noch Muscatella und Scheurebe mit dabei. Und ist für uns unser Einstiegswein. Man sieht es auch vom Label her etwas, ja, jugendlich frischer, im Gegensatz zu den traditionellen, die wir nachher noch sehen, bei uns ab der Ortsweinlinie. Da haben wir uns, ja, die letzten 2-3 Jahre sind wir da schwanger damit gegangen, bis wir dann wirklich so weit waren. Also hat etwas länger gedauert wie die normalen 9 Monate, bis man das Kind bekommt. Aber seit letztem Jahr sind wir dann mit am Start und heute der 19er, den zweiten Jahrgang, ist noch eine Fassprobe. Also und ist super gelungen, wie ich finde. Und es gibt aber auch schon die erste, also dieser moderne Ansatz, eine moderne Cuvée zu bringen und auch das im Design zu zeigen, ist euch, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Die Ulrike hat schon die erste Frage dazu. Die empfohlene Trinktemperatur wird bei 6-9 Grad angegeben. Sie empfindet 6-9 Grad oder 6 Grad sind schon recht kühl, hat insbesondere die Scheurebe bei 6 Grad überhaupt die Chance, geschmacklich in ihrem vollen Potenzial und in ihrer Klarheit wahrgenommen zu werden? Oder würden gewisse Töne bei einer höheren Trinktemperatur womöglich stören? Nein. Also klar, 6 Grad ist Kühlschrank kalt. Das sind Expertisen, das sind Empfehlungen, die so 1-1 in der Praxis, wir prüfen das auch nicht nach. Wir probieren den Wein nicht bei 6 oder bei 7 Grad. Empfohlen ist einfach bei diesen leicht restsüßen Weinen, und da zählt die Cuvée dazu. Die hat Zucker, wir haben es noch nicht gemessen, ich schätze mal 10-11 Gramm. 10-11 Gramm in dem Bereich. Von uns einfach die Empfehlung, dass wir die ein bisschen gekühlter probieren, um einfach die Restsüße ein bisschen unten zu halten, ein bisschen die Frische aufrechtzuhalten. Ob das jetzt 6 Grad sind, wahrscheinlich ist er bei 8-9 Grad, je wärmer es wird, kommt die Frucht raus, die Aromatik, das stimmt schon. Es ist eine Empfehlung für den Endverbraucher. Und da ist es so, stellt das Ding in den Kühlschrank, kühlt es runter, bald er im Glas, 5 Minuten und der Wein ist 2-3 Grad wärmer, ja, und dann kommt die Frucht schon. Und dann lieber mal selber irgendwie riechen und gucken, wie er sich entwickelt. Das macht Spaß, weil die Scheurebe hast du eigentlich im Vordergrund, zumindest war mein Eindruck so beim letzten Jahrgang 2018, die Scheu immer vordergründig ist und mit ein bisschen auf der Muscatella kommt. Das ist jetzt auch bei dem der Fall. Wir haben den jetzt auch aus dem Kühlschrank geholt bei 6-7 Grad. 7 Grad. Ist jetzt seit einer Viertelstunde offen und entwickelt sich. Also der Otto meint dazu auch, die Kühle transportiert auch Frische, bis der Wein dann an der Lippe ist oder eben hat er dann 9 Grad ohnehin schon. Ja. Jetzt gab es noch die Frage vom Dominik nach dem Anteil der verschiedenen Trauben in der Cuvée. Boah, ich bin da ein bisschen intuitiver Mensch, was den Keller angeht. Deswegen, wie gesagt, Restzucker haben wir noch gar nicht gemessen. Wenn man eine Cuvée zusammenstellt, sie muss schmecken. Wenn ich jetzt richtig liege mal bei 35% Riesling, sowas um den Dreh rum, auch mit Müller-Thurgau. Und die restliche, ja, 30% sind Muscatella und Scheu. Ich glaube, das ist fast 15-15, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Die Restsüße,
ist auch nichts mit Süßreserve zugesetzt, sondern alles rein über Fructose. Also wir stoppen unsere Weine dann im Herbst ab die Gärung, weil ich die Fructose einfach viel schöner finde, viel angenehmer vom süßlichen Empfinden, von der Aromatik, was mit durchkommt. Und zum anderen kann man dann auch schön mit einer frischen Säurestruktur dagegen, ja, dass man dem Wein auch gar nicht abnimmt, dass der jetzt 10, 11 Gramm Restsüße hat. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Dass ich immer noch super gut auch zu Speise, eine ganze leichtere Speise vom Salat, auch wenn man mit Freunden zusammensitzt Spargel. Zum Grillen, Spargel. Also wahnsinnig kombinationsfreudig der Wein. Und was wir auch festgestellt haben mit dem ersten Jahrgang, der Wein durch das, weil er diese Fruchtigkeit hat und auch immer diese schöne frische Säurestruktur mit dabei ist, er schmeckt sogar den eingefleischten Knochen-Trockentränker. Die haben ja bei uns im Weingut sehr hoher Anteil, da wir eigentlich nur trockene Weine gemacht haben bisher oder recht trockene. Und mit diesem Wein holst du auch wirklich diese Trockentrinker ab, denen macht es Spaß, das läuft einfach. Und für das ist dieser Wein auch angedacht. Und so ein bisschen auch dieses Spiegelbild, was die Ordenau einfach im Einstiegsbereich bieten kann, wollen wir als Weingut Frankenstein hier mit transportieren. Genau, der Markus fragt gerade, gibt es denn auch eine vergleichbare Rotwein-Cuvée? Ja, also zu dem Weißweingut gibt es eine Rosé-Cuvée, bestehend aus Spätburgunder und Monarch. Mhm. Und dann gibt es noch eine Rotwein-Cuvée, bestehend aus Spätburgunder, Rotwein und Zweigelt. Und die sind alle nicht ganz trocken, sondern sind alle richtige Spaßweine. Ihr seht bei uns hinter dran der Garten. Eigentlich könnte mir zwei jetzt nachher dann sitzen bleiben. Ich bleibe sitzen. Und das entsprechend leer trinken. für das sind die Weine einfach gemacht, für diesen unkomplizierten, spaßigen Weingenuss. Man muss nicht immer über einen Wein wahnsinnig nachdenken. Ich brauche eine Struktur im Wein, ich brauche eine Herkunft. Aber es soll auch Spaß machen und soll einfach laufen und der Trinkfluss muss stimmen. Und ich mit dem Wein. Ulrike hätte gern gewusst, ob es denn von dieser Weißweingutlinie oder überhaupt von dieser Linie, ob es da demnächst vielleicht auch noch einen frischen, prickelnden Schaumwein geben wird. Gibt es momentan noch. Man muss vielleicht noch anmerken zu der ganzen Sache, wir haben das natürlich auch ein bisschen aus dem Gedanken rausgemacht, wie klassifizieren wir uns als VDP-Betrieb, wie kriegen wir das Sortiment ein bisschen gestrafft? Und dieser Gedanke der Cuvée im Gutsweinbereich, im Basisbereich, der die Ortenau an sich oder unsere, wir sind ja relativ weit gestreut mit unseren Lagen, der das gut einfängt und widerspiegelt, das trifft die Cuvée ganz gut. Und das als Rot-Weiß und Rosé, gut, das liegt nahe. Und wir haben auch einen Perlwein gemacht. Wir hatten den verperlt im Brucktank, ne, Kohlensäure also aus der eigenen Gärung. Über zweite Gärung, ein bisschen aufwendiger. Wie beim Sekt. Und da war im Sektbereich, ich glaube, die letzten zwei Jahre ambitioniert und auch gut vorangeschritten sind, haben wir uns entschlossen, dass wir im Gutsweinbereich den Perlwein auslaufen lassen. Okay. Und mehr auf wirklich die klassische Flaschengärung im Sektbereich konzentrieren. Also man muss sagen, im Sektbereich haben wir drei Sekte, angefangen mit dem Riesling Brüt. Ist auf dem Restzuckergehalt her, dann eher bei 10, 11 Gramm, also ein bisschen der süffigere Einstiegssekt. Dann kommt ein Pinot-Sekt und dann ein hochwertiger Chardonnay mit mindestens 36 Monat Hefelager. Und von daher haben wir gesagt, wir werden den Perlwein auslaufen lassen in dieser Dreier-Serie und machen einfach nur noch unsere Sekte. Und im Einstiegsbereich liegen wir jetzt beim Riesling-Sekt, der liegt bei Endverbraucherpreis 10 Euro, also da sind wir auch recht günstig. Ich denke, da kann man dann entsprechend auch spielen, wenn man was Prickelndes, Frisches will. Also ich würde jetzt auch gerne schon wieder abschließen mit dem Weißweingut. Ich hoffe, alle nehmen mit, dass sie damit sozusagen eure Einstiegsserie kennengelernt haben, einen Visitenkartenwein mit einem schönen catchy Etikett, das auch eine junge Zielgruppe ganz bestimmt anspricht, der sowohl Knochentrockentrinker begeistern kann, als auch die andere Zielgruppe. Dominik Hartmann fasst zusammen Easy Drinking. Ja. So, let's get over to the next wine. Steckenpferd. Grauburgunder Granit. Mhm. Bei uns im Weingut seit
Erzähl du mal was, ich mache mal eine Lagenkarte, oder? Ja, damit mach du mal eine Lagenkarte. Mal sieht, wo wir jetzt sind. Also bei uns im Weingut spielt der Grauburgunder schon immer eine große Rolle. Wir waren mit dem Jahrgang 79, das war mein Vorgänger hier im Betrieb, der erste, der in der Region keinen Ruhländer mehr ausgebaut und abgefüllt hat, also dieses süßlich schwere bernsteinfarbene, sondern hat auf trockene Weine gesetzt und in dem Fall dann auf den trockenen Grauburgunder. Damals war das Vorbild so ein bisschen der Pinot Grigio, wo man nach Italien geschaut hat. Und von daher mit dem Grauburgunder sehr stark verbunden und für uns ein bisschen ja, das Steckenpferd. Ich würde ganz sagen, unsere Leitrebsorte, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht und wir auf unsere Granitverwitterungsböden auch ein ganz anderer Grauburgunder-Typ bekommen, wie wenn man jetzt in Baden an den Kaiserstuhl denkt, an den Lössboden, wo sie oftmals etwas schwerer sind. Wir haben einfach immer durch den Granit diese Frische, diese Säurestruktur mit dabei, das Elegante. Und sie wären nie wahnsinnig breit und plump und sättigend, sondern du hast immer diese Frische und da lege man ganz viel Wert, dass auch jetzt ist ein Ortswein aus Zellweierbach, der Grauburgunder, dass man einfach da diesen Trinkfluss mit dabei hat. Also das ist ganz wichtig bei diesem Grauburgunder. Jetzt ist dieser Granitverwitterungsboden, der da drin so richtig stark, finde ich, zum Tragen kommt, für viele bestimmt, also für mich war es anfänglich so, einfach als Gesteinsformation, als Terroir, das man da drin schmeckt, ja, vielleicht so ein bisschen befremdlich. Also das kennt man einfach nicht so gut. Ja, man ist oftmals im Grauburgunder auch ein bisschen diese ja, opulente Frucht gewohnt, ein bisschen das Ausladende. Und genau das soll man eigentlich nicht, sondern wirklich so diesen Granit soll man schon riechen und dann auch schmecken am Gaumen, dass man diesen Trinkfluss mit dabei hat. Ja, einfach dieses saftiger, ohne dass er breit und überladen wirkt, sondern du willst einfach zum Glas greifen und dann den nächsten Schluck entsprechend probieren. Ja, das ist unser Bild von einem Grauburgunder einfach, was jetzt im Bereich angeht. Ist auch rein Edelstahl ausgebaut. Ja, genau, das war gerade die Frage hier. Wollte gehört werden, ob das im Holz war, genau. Das ist 100% Edelstahl. Aber was wir machen, wir lassen uns immer sehr viel Zeit mit Füller und auch den Weine entsprechend. Ich spiele gern mit der Hefe. Ich finde Hefe was wahnsinnig Tolles und was wahnsinnig Wichtiges. Und dementsprechend bleiben die Weine sehr lange auf der Hefe liegen, bevor dass ich sie dann filtriere. Beziehungsweise wenn, dann ist immer recht kurz auch vor der Füllung, wo man sie dann erstmal von der Hefe nehme, weil ich ja einfach finde, die Hefe gibt mir dann auch gewisse Cremigkeit, eine gewisse Substanz noch mal mit, macht die Weine auch interessanter, weil sie am Anfang dann oftmals ein bisschen verschlossener sind von der Frucht, aber wenn man sie dann im Glas hat, braucht ein bisschen Sauerstoff und dann entwickelt er sich und dann kommen sie eigentlich ganz schön, auch die Frucht nimmt dann wieder zu und das finde ich auch spannend, dass ein Wein sich im Glas entwickeln kann. Also nichts, was man, wie jetzt Weißweingut, das schenkt man ein, riecht rein und dann hat man sofort die Frucht in der Nase. Und jetzt beim Grauburgunder Granit, da darf man ruhig ein bisschen abwartender sein und er darf sich dann entwickeln im Glas. Also Stefan, ich freue mich gerade über die Beiträge her, weil ich hatte euch vor Jahren schon bei diesem Thema Granit und bei dieser besonderen Mineralitätsstruktur abgespeichert. Für mich schon vor vielen, vielen Jahren und das sehen hier die Teilnehmer auch so. Also der Antonio bewundert die höhere Mineralität, den tollen Abgang und auch der Dominik nimmt es so wahr, also beschreibt hier von packender Mineralität. Ja, ist aber wirklich auch der Granitboden, diese Urgesteinsverwitterungsböden, wo man einfach diese Mineralität mit reinbekomme. Es geht über das ganze weinbauliche niedrige Erträge und so weiter, was dazugehört. Aber du musst entsprechend rauskitzeln und da finde ich es auch immer wieder spannend, dass halt die Jahrgänge unterschiedlich sind. Wir haben jetzt 2018 im Glas, 2019 liegt unten im Keller. Ein bisschen anders, ein bisschen frischer von der Art her nochmal. 2018 ist natürlich jahrgangsbedingt, ein bisschen ja, fetter, wie man so schön sagt, hat aber trotzdem eine Säure, wo recht knackig ist für Grauburgunder. Aber genau das ist das, was es dann wieder ausmacht, was diese Lebendigkeit ausmacht und was einem dann auch wieder ja, das Schmatzende, dieses Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Der Patrick fragt nach einer Speiseempfehlung zum Wein von euch. Gibt's, ist nicht meine persönliche, ist eher so Stefans Richtung.
Aber kann ich mir gut vorstellen, ist so saure Nieren, Kutteln, Innereien. Ist zum einen was sehr Regionales hier. Und auch dieser man kennt es, also ich, ist nicht, mein Typ ist es, meine Sache ist es nicht. Du fährst drauf ab. Leber, dieses leicht Eisen, dieses metallische, das passt gut. Das ist, das passt in die Region. Das passt vom Pairing her. Jetzt gibt es einige Meinungen zu dem Wein. Der Jörg schreibt hier schöne Power. Der Matthias schreibt wirklich schöner Abgang. Die Karin sehr geradlinig und gut, dass er nicht im Holz war. Dadurch finde ich ihn präziser, unverfälschter und eleganter. Gebe ich hier recht. Christian schreibt gut strukturiert, aber auch wuchtig. Alkoholspiegel. Kann ich mir nur vorstellen, dass er die 13,5% damit meint. Könnt ihr vielleicht gleich noch was zu sagen? Alexander schreibt, echt klasse, für mich das erste Mal Grauburgunder vom Granitboden, sonst relativ gewohnt vom Kalkstein oder Kalkmergel, wirklich animierend. Dann geben der Patrick findet, der ja nach der Speiseempfehlung gefragt hat, hat gemeint, ja, also saure Nieren, das wäre auch genau seins, da bekommt er Hunger. Und der Konrad schreibt, bei mir gab es gestern Garnelen mit Zitronenmelisse und Spargel dazu. Super. Komplett. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Andere Schiene, aber hört sich auch gut an. Wird mit Sicherheit auch passen. Die sind, ich glaube, ist ja auch wichtig, deine Weine sind, oder unsere Weine, unsere Speisebegleiter. Ja. Also das ist zum einen dadurch, dass sie nicht geschönt sind, also was heißt nicht geschönt sind, sie haben voll keine Bentonitschönung, keine Eiweißschönung. Die Weißweine haben auch so einen dezenten Gerbstoff, den man manchmal gar nicht wirklich wahrnimmt, außer man wird darauf angesprochen. Man nimmt so ein bisschen als was, als so ein Grip am Gaumen war. Und das unterstützt unglaublich, wenn man kombiniert in der Küche. Das ist also das immer wieder betont. Weine für die Küche zum für den Koch oder zum zur passenden. Also das Thema Essen und Wein ist in dem Format hier laufend beliebt und es gibt ja einige Teilnehmer, die jetzt schon bei einem anderen Seminar dabei waren. Der Otto bereitet hier gerade nebenher schon seit 8 einen Kalbskopf zu. Wow. Der meint, dass der Wein im Anschluss zum Kalbskopf dann zu Hochsform auflaufen wird. Ja, wenn er mit dem Sauerstoff bekommen hat, entwickelt sie sich noch richtig schön. Ja, beim Christian gibt es Lasagne. Hatte ich auch gestern. Der Markus wird gern noch wissen, wie alt die Rebstöcke denn sind. Die Rebstöcke, jetzt muss ich gerade überlegen, die wurden 97 gepflanzt. Ist ein guter halber Hektar für den Ortswein, was wir da haben. Das eine Rebstück. Und ist eine Süd-Südwestlage. Also wir sehen vom Weinberg aus wieder rüber nach Straßburg. Das sehen wir von unserer ganzen Zell-Weierbacher Lage eigentlich. Haben wir immer den Blick nach Straßburg über den Rhein weg, Richtung Vogese. Also am Abend, wenn man dann noch in der Rebe ist, eigentlich richtig schön und ein bisschen erholsam auch. Die Rebe stehen auf einem echt mageren Granitboden. Also in so Jahren wie 2018 haben wir hier auch entsprechend Wasser bringen müssen. Sind im Moment dabei, über Begrünungseinsaat und eine Mixtur aus unserer Drescher und Pflanzenkohle, denn die Speicherkraft des Bodens für Wasser und für Mineralstoffe und Nährstoffe entsprechend nach oben zu fahren. Mache auch, was jetzt draußen ein bisschen die Weinbergsarbeit angeht, seit 7 Jahren, glaube ich, sind wir jetzt dabei, alles mit organischem Dünger, nichts mineralisch mehr, um einfach die Bodenstruktur in unsere doch leichte Granitverwitterungsböden, wo sehr wenig Wasser speichern können. Als Vergleich, wer sich es nicht vorstellen kann, im Sandkasten war jeder schon mal. Und wenn ein Eimer Sand in der Sonne steht, dann ist er ruckzuck trocken. Und so ähnlich ist es bei uns im Granitverwitterungsboden, wenn die kleine verwitterte Steine oben drauf liegen, da ist ruckzuck das Wasser dann auch wieder weg. Hat natürlich den Vorteil, es erwärmt sich wahnsinnig schnell im Frühjahr, sind immer unsere frühesten Lager. Aktuell sind wir schon mitten in der Rebblüte in der Granitlage, während jetzt der Gneisboden ein bisschen kühler, da sind wir nur jetzt erst in die Blüte rein. Aber das sind immer so diese Lageunterschiede, was man auch immer ganz toll sieht. Und das spiegelt sich, wie gesagt, in der Weine wieder, was natürlich auch 2018 dazu geführt hat, dass wir jetzt hier im Ortswein schon bei 13,5 angekommen sind. Aber ich finde, wer es nicht weiß, schmeckt es auch nicht.
weil er einfach diese Power mit dabei hat. Dieses Gesamtkonstrukt, was uns die Natur 2018 geschenkt hat, passt einfach, das ist stimmig. Mhm. Und ich habe auch durch den Granitboden einfach diese Säurefrische noch mit dabei. Und da hilft uns einfach der Schwarzwald, dass wir auch in wärmerer Reifephase doch kühlere Nachttemperaturen bekommen. Also Stefan, du bist jetzt gerade schon auf eine Frage eingegangen, die der Alexander eigentlich auch unterschwellig mitgefragt hat. Denn der Alexander wollte gerne wissen, wie verteilen sich ungefähr die angebauten Rebsorten bei euch im Weingut, ja? Mhm. Und was seht ihr zukünftig als Rebsorte für Baden? Stichwort Klimaerwärmung hat ja schon Auswirkungen als wärmste Region Deutschlands, gerade in puncto höherer Alkohol. Du bist gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, ja? Kannst du doch mal abschließend zwei Sätze dazu sagen? Ja, ich frage mich kurz. Also bei uns im Betrieb hat das Spätburgund einen Anteil von gute 30%, weiß es nicht, und ein paar verquetschte, ist etwas gestiegen in den letzten Jahren. Dann haben wir eben die knapp 70% Weißweinanteil und hier spielt der Grauburgunder eine recht große Rolle. Da liegen wir irgendwo bei 18%. Dann kommt Riesling, bei uns in der Ortenau immer noch recht hoch. Dann haben wir Weißburgunder, Chardonnay und dann so ein bisschen Spielwiese für uns mit Muscatella, mit Scheurebe, mit Traminer. Und dann haben wir im Rotweinbereich noch etwas Zweigelt. Und dann eben den Monarch, das ist eine Piwi-Rebsorte, die wir in unserer Rosé-Weingut-Cuvée mitverarbeiten. Und das wäre eigentlich so das. Und für Baden an sich sehe ich die Burgundersorte ganz klar als unsere Leitrebsorte, sei es jetzt im weißen Bereich Weiß-Grauburgunder, im roten Bereich Spätburgunder und im weißen Bereich wird in den nächsten Jahren ganz klar Chardonnay noch dazukommen. Der wird noch deutlich mehr an Gewicht bekommen und an Wertigkeit. Und was die Alkoholgehalte angeht, wärmste Region, ich glaube, da sind wir einfach weinbaulich gefragt, den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Wir haben 2018, nur so als Beispiel, am 29. August angefangen, mit unserem Spätburgunder große Gewächs zu lesen. Das haben wir gerade mit 98 Grad Öxl erwischt. Das hat eine richtig tolle Frucht, liegt jetzt im Holz. Eine schöne Struktur, Tannine waren reif. Aber das geht dann auch nur, da bekomme ich auch noch hin, diese physiologische oder diese Aroma, die Zuckerreife in Einklang zu bringen, wenn ich die Erträge entsprechend etwas gezügelt habe und dann auch draußen im Weinberg die entsprechende Maßnahme ergreife. Und das ist in unserer Auge immer so ein bisschen das, wo wir uns die nächsten Jahre weiterentwickeln müssen und auch schauen müssen von Jahrgang zu Jahrgang, was macht man? Und bei uns kommen dann wirklich die Lageunterschiede noch mit hinzu. Ja, oh, super. Danke für das, dass du das nochmal rund gemacht hast. Perfekt. Der Alexander bedankt sich auch, ja, und meint noch dazu, dass es immer faszinierend sei, was ihr leistet. Ich würde jetzt gerne leider schon zum Spätburgunder auch übergehen. Wer die Chance hat, kann gerne natürlich den Grauburgunder noch parallel in einem zweiten Glas auch lassen. Alsenhof, 2016. Sag du was. Baby. Ich würde jetzt gerne mal so eine Karte, ich finde das cool, wenn man da so ein bisschen rumspielen kann. Mach eine Karte rein, ja. Weil wir haben jetzt viel über Lagen geredet. Ich habe gar keine Bilder gezeigt. Ich glaube, die wenigsten wissen jetzt, wo wir überhaupt sind. Guck mal, kannst du das? Ob ich das hinkriege? Du bist bei uns der Technikmann. Ja, das ist rein intuitiv, das ist ein gutes Programm. Also, Lauf ist die nördlichste Lage. Laufergut Alsenhof. Wir sind weg. Nee. Ist. Zugriff erlauben. Ist eine Einzellage. Das heißt, wir sind Inhaber seit 2000 oder Pächter seit 2012. 12 haben wir sie übernommen. 13 dann den ersten Spätburgunder auf die Flasche gebracht. Man sieht es jetzt an der Karte, genau. Mittig Neusatz. Mhm. Runter ist dann das Gut Alsenhof. Da sind so ein paar bekannte Begriffe wie der alte Gott in Sasbachwalden, die WG, genau. Und Alsenhof ist insofern nochmal eine Besonderheit, weil wir nochmal eine andere Bodenformation haben. Also wir kommen jetzt ein bisschen weiter nördlich, kommt so ein bisschen der Sandstein im Boden zum Vorschein, wo wir jetzt hier um Offenburg im Süden viel mit den Urgesteinsböden, mit Granit und Gneis zu tun haben, kommt jetzt ein bisschen Sandstein rein. Und da kann ich jetzt nicht mehr mitreden, aber
ihr habt zumindest mal die letzten, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahrgänge probiert, bevor ihr die Lage übernommen habt. Ja, so. Und die Charakteristik ist auch über verschiedene Winzer hinweg immer dieselbe. Also ähnlich, ja. Also der Boden kommt da wirklich durch und das ist, glaube ich, wirklich auch das Tolle an der Lage. Es folgen da noch andere Burgunder. Also mittlerweile ist mit Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder auch aufgestockt. Grauburgunder wird dieses Jahr in Angriff genommen, ja, von der Füllung her. 19er. Gibt es einen Grauburgunder, den habe ich jetzt vorhin im Keller noch probiert. Und das ist jetzt der vierte Jahrgang. Spätburgunder. Spätburgunder, genau. Im Holz, ne? Also die Lage an sich umfasst 3,5 Hektar Rebfläche. Mhm. Wir haben da davon 0,5 Hektar belassen. Alles andere haben wir jetzt umgestockt. Und es gibt unsere Burgunderlage. Der ein oder andere hat es vielleicht gewundert, als Leon das Etikett oder die Flasche gezeigt hat. Ja. Ist ein ganz anderes Etikett, geht weg von unserem Etikett. Weil wir diese Lage separat vermarkten. Es ist eine Linie, die gibt es nur im klassischen Fachhandel und in der Gastronomie, beziehungsweise für den Endverbraucher dann bei uns am Weingut. Und das ist das alte Etikett aus 1900, umgrad Anfang 1900. Das ist ein alter Stich, den haben wir wieder aufbereitet. Die Lage hat echt eine Geschichte, der Markgraf von Baden hat die schon mal im Besitz gehabt. Dann hat es einen Franzosen, einen Dufin, hat die Lage schon bewirtschaftet, also es ist sehr bewegt, die Geschichte der Lage. Und ein Holländer. Genau. Wir haben eben 2012, Leon hat es gesagt, die Lage übernehmen können, sind da dazugekommen, wie so ein bisschen die Jungfrau zum Kind. Ich habe die Lage gesehen und habe mich in die Lage verliebt, das ist eine reine Südlage. Kannst du mal das Bild zeigen? Ja. Ja, es ist eine richtig tolle Burgunderlage, deswegen auch wirklich nur mit Burgunder bestockt. Die Weiße kommen jetzt noch hinzu, Stück für Stück. Wir haben 2013 Grauburgunder gepflanzt. Die sind jetzt dann 5, 6 Jahre alt und jetzt gibt es dann den ersten Grauburgunder. Den haben wir im Tonneau und im Barrique ausgebaut, wo wir dann ein bisschen was zeigen. Und für mich ist der Spätburgunder einfach so das Charakteristische. Also der älteste Jahrgang war 1948, was ich probiert habe vom Alserhof. Und das Wahnsinnige ist einfach, du hast immer diese Fruchtarome, die man, wenn man ins Glas riecht, was man hat, dieses Dunkle, die Kirsche, wo mitkommt. Genau das spiegelt sich in jedem Jahrgang wieder. Und wenn man zurückdenkt in die 40er Jahre, die Nachkriegsjahre, da hat man die Weine ja ganz anders an- und ausgebaut wie heutzutage. Und trotzdem hast du diese Aromatik mit dabei. Und ich glaube, in dem Fall kann man dann wirklich von Terroir sprechen, von Herkunft, wo die Weine gewachsen sind. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Und auch wenn man die Jahrgänge jetzt bis 13 zurückprobiere, was wir jetzt gemacht haben, du hast immer die gleiche Aromatik. Oder im Herbst, wenn du die Weine dann nach der Maischegärung noch auf der Maische liegen, du hast immer die gleiche Stilistik mit drin, die gleiche Aromatik, was mit durchkommt. Und das finde ich wahnsinnig spannend und wahrscheinlich für mich immer jedes Jahr wieder das Faszinierende. Ja, Stefan, die Teilnehmer finden den Wein auch spannend. Die Ulrike lobt eure vorab geschickte Profilbeschreibung zum Laufergut Alsenhof, weil sie sagt, der passt wirklich zu 100%, was ihr da drin geschrieben habt. Klasse. Antonio sagt, elegant, strukturiert, ausgewogene Tannine an meinem Gaumen, super, super. Jörg lobt, tolle, frische Vanillelase, lebt im Glas. Der Otto schreibt, ich habe den Wein bei 12 Grad vor 30 Minuten geöffnet. Der erste Eindruck ist wohltuend. Wohltuend anders, wart mal 5 Minuten. Also der will sich noch ein bisschen Zeit nehmen mit dem Wein. Der Markus fragt, welches Potenzial hat der Wein? Also wie lange, der Christian auch gleich hinterher, wie lange kann der Spätburgunder gelagert werden? Ich kann nur sagen, wir haben im Moment noch ein paar Flaschen 13er Magnum unten im Keller liegen. Da haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres mal noch eine aufgemacht. Super schön. Also die Weine, die kann man wirklich recht lang lagern. Die haben Struktur, die haben Frische mit dabei. Ja, also wir haben einmal im Jahr unsere Jahresverkostung, wo wir alles aufmachen, was bei uns im Keller liegt. Auch Jahrgänge, die nicht mehr verfügbar sind. Dazu zählt auch Alsenhof, eben alte Magnums, 13 alt, also das ist jetzt für gute Spätburgunder keine Zahl.
Man kann aber, also wir haben immer festgestellt, dass so wirklich die ältesten Jahrgänge die sind, die, die am meisten Spaß machen, weil sie am rundesten, am harmonischsten waren. Und also 10 Jahre plus. Reicht, hm? Ja, und dann liegt es ja irgendwie auch immer im persönlichen Geschmack, wie weit man so diese Alterungsnoten im Wein haben will. Ist ähnlich wie mit dem Riesling, aber das Potenzial ist hoch. Die Weine sind mit gewissem Gerbstoff und Säure ausgestattet. Von daher, raus. Ja, du sagst es gerade, also der ist mit Gerbstoff ausgestattet. Die Karin schreibt auch, er hat definitiv noch Zeit und die braucht er auch noch, ja. Der Dominik lobt jetzt schon die dunklen Beeren, Tannine gut eingebunden, runde Sache. Der Markus möchte gerne noch hören, wie lang der Wein im Holzfass ausgebaut wurde. Der war 20, 22 Monate im Holz sowas. War klassische Maischegärung. Wir haben den 16, er hat ja 12,5 Alkohol, er ist auch gar nicht so hoch vom Alkoholgehalt her. Also richtig trinkig auch, diese Frische mit dabei. Spätburgunder, was die Lagerweine dann angeht bei uns im Betrieb, also erste Lage, große Lage, machen wir dann auch alles mit einem gewissen Anteil, je nach Jahr variiert es wieder, wo man dann einen gewissen Anteil ganze Traube mit in die Maischegärung dazugeben, mhm. Auf dem Gaumen so ein bisschen, dieses Grundwürzige, was mit dazukommt. Und das gibt einfach diesen Grip und diese Frische auch auf die Jahre gesehen hinteraus dann. Aber wie gesagt, man muss da jedes Jahr ein bisschen anders verfahren, je nachdem, wie reif die Trauben sind, wie reif die Gerbstoffe im Stillgerüst sind. Es gibt da, ja, in meinen Augen nicht dieses berühmte Schema F, sondern ich muss jedes Jahr ein bisschen anders reagieren und ein bisschen anderes, ja, ein bisschen was anderes machen dann oder die Verarbeitung einfach umstellen, Lesezeitpunkt, wie auch immer. Man lese das meiste bei uns noch von Hand. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil, was wir maschinell lesen. Von daher können wir auch richtig gut selektieren. Wir gehen gerade in den Burgunder hin und teilen inzwischen sehr viel, dass wir die Erträge nach unten bekommen, dass wir wirklich gesunde Trauben im Keller bekommen, dass sie vollreif sind, dass sie geschmacklich passen. Wir sind da auch viel immer unterwegs dann vor der Lese, um den optimalen Zeitpunkt rauszubekommen. Und wie gesagt, Schema F gibt es bei uns nicht. Es wird jeder Wein so, ja, gehandhabt und jeder Jahrgang, so wie man es dann eigentlich benötigt. Und dass man das Optimale wieder rausbekommt, den optimalen Genuss auf die Flasche, dass wir uns einmal gute Glas Wein erfreuen können. Die Ulrike, oder weil als auch gerade noch andere gesagt haben, dass der Wein noch ein bisschen Zeit bräuchte, damit er also wird. Die Ulrike schreibt gerade, dass sie den Spätburgunder seit 3 Tagen offen hat. Und dass er immer noch top ist und sie fand den Wein tatsächlich nach einem Tag lüften, also nach einem Tag offen ideal. Der Otto möchte euch zurufen, dass das harmonische Mundgefühl sei besonders angenehm, ohne nur die Kirsche zu sehr vorzuschieben, Tannin gut eingebunden, deutlich Säure, die fürs Alter vermutlich gebraucht wird. Also für den Langlebigkeitsfaktor. Genau. Mhm. Noch eine Frage von Matthias. Die Frage, weil er die Frage von vorhin spannend fand, wie verändern sich für euch durch die Klimaerwärmung die besten Reben? Unsere besten Reben? Mhm. Und jetzt kommt noch eine zweite Frage hinterher. Würdet ihr das Experiment wagen, den Lauf in der Gut Alsenhof Spätburgunder gar nicht zu entrappen? Also ich fände es cool, gäbe es genügend Kunden für einen nicht entrappten Spätburgunder? Oder würde der Wein dann womöglich viel zu bitter? Das sind jetzt 2 verschiedene Fragen. Guck mal, was du zuerst nehmen möchtest, aber es geht vielleicht doch auch gewissermaßen in eine ähnliche Richtung. Ne? Ja, das verbindet sich miteinander. Also ich könnte mir vorstellen, den Alsenhof auch mal zu 100% ganze Traube zu vergären. Mhm. Ein gewisser Teil würde ich dann zumindest ein bisschen anquetschen, aber Stielgerüste mit dabei lassen. Wird mit Sicherheit funktionieren. Hätte man vielleicht sogar 2020 die Chance. Also wir haben jetzt den 26. Mai und stehen im Alsenhof und in unserer Zell-Weierbacher Lage eigentlich in Vollblüte. Und die alte Winzerregel besagt immer, von der Blüte bis zur Lese sind es dann noch 100 Tage, plus minus. Also ich gehe davon aus, dass wir wieder Ende August irgendwo anfangen können. Und somit können wir eigentlich damit rechnen, dass wir reife Tannine bekommen. Von daher wäre das mit Sicherheit machbar. Ob es die Kundschaft annimmt, ich glaube schon, dass es da ein
gewisse Weinliebhaber gibt, die sowas verstehen, weil ich glaube, dann muss man den Wein richtig verstehen. Beziehungsweise, dass sie mir Winzer dann auch gefordert, dass so ein Wein halt nicht nach 2 oder 3 Jahren schon auf den Markt kommt, sondern sowas braucht dann auch gewisse Reife, dass man da den Kunde ein bisschen heranführt und ist auch in gewisser Weise erklärungsbedürftig dann. Was die Rebsorte angeht, mit der Klimaerwärmung, glaube ich, bei uns in Baden sind wir mit der Burgunder-Rebsorte gut aufgestellt. Wir selber setzen ein bisschen auf, wenn man im Burgunder-Bereich was pflanzen, auf französische Klone, Pinot-Klone aus dem Burgund. Ich glaube, wir sind im Moment so auf dem Level von Burgund, was die Erwärmung angeht und was die Reife angeht. Also von daher haben wir ein abartiges Potenzial in unserer Burgunder-Rebsorte in den nächsten Jahren. Und alles andere, bin ich persönlich der Meinung, können wir auch über weinbauliche Maßnahmen regeln, ohne dass wir uns jetzt dem Trend der viel beschriebene internationale Rebsorte, was jetzt Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah angeht, da muss ich gestehen, ich glaube, das machen andere schon jahrelang deutlich besser. Ich hätte jetzt auch fast ein bisschen zynisch gesagt, das machen die auch deutlich billiger wie wir. Ich glaube einfach, dass wir uns mit unserer Burgunder-Sorte profilieren hier in Baden und auch gerade wir in der Ortenau mit unserer Urgesteinsverwitterungsböden, wir haben einfach diese Frische drin. Und wenn wir da das handwerklich noch lernen, ein bisschen mit umzugehen draußen im Weinberg, dann kriegen wir weiterhin richtig geniale, trinkige, frische, reife Burgunder hin, die einfach Spaß machen, sei es solo zu trinken oder wie wir das eigentlich im Kopf haben, als Essensbegleiter. So, der Markus pflichtet dir bei und meint, gemäß dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das findet er sozusagen genau richtig. Genau. Lieber ein guter Spätburgunder, schreibt er, als ein schlechter Cabernet Sauvignon, Tempranillo oder Nebbiolo aus der Ortenau. Spricht mir aus der Seele. Ja, und jede Region, ich glaube, das muss man sich einfach ein bisschen vor Auge führen, wenn wir ins Burgund gehen, dann wollen wir kein Cabernet Sauvignon, dann will ich keine Bordeaux Blend, dann will ich einen Burgunder. Und für das stehen die. Und irgendwann musst du auch als Region, und das ist bei uns deutsche Winzer immer so ein bisschen das Problem, dass man dann immer jedem Trend hinterher rennt. Die letzten Jahre war es im Weißweinbereich des Sauvignon Blanc, der jeder trinkt, jeder schmeckt dem. Und ich glaube einfach, du musst für dich ein Profil finden und musst dann wirklich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, musst das machen, was du gut kannst und da noch besser drin werden. Und dann trägt man das auch nach außen, wenn die Qualitäten passen. Und dann glaube ich, haben wir wirklich eine richtig gute Zukunft, gerade mir in der Ortenau mit unserer Böde. Also lieben, lieben Dank Stefan, lieben, lieben Dank Leon für das schöne Webinar mit euch, für die tollen Weine. Ich glaube, ihr schafft das ganz, ganz toll, richtige Profilweine auch für die Ortenau zu schaffen. Ihr habt gut erkannt, was eure Stärken sind. Ihr wisst, den Granitverwitterungsboden für euch zu nutzen, ja. Und könnt absolut das schätzen, was ihr habt. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten im Grauburgunder den Granit besonders schätzen lernen, diesen Mineralikton, der so spezifisch für eure Weine ist. Möchtet ihr abschließend noch was den Teilnehmern mit auf die Reise geben? Du wolltest. Wir haben noch 2, 3 Bilder von unserer Lage. Dann zeig mal noch. Dass man das einfach, das haben wir uns ein bisschen hinten angestellt. Also das sieht man noch als Laufergut Alsenhof. Und genau in der Mitte, in dem Weinberg, ist so ein Durchgang, wo die Rebzeile aufhört. Genau aus diesem Bereich kommt jetzt der Spätburgunder. Ist eine reine Südlage. Wir haben den ganzen Tag Sonne. Wir sind morgen wieder in Lauf zum Heften. Da wird es uns bestimmt wieder warm werden. Einfach ein toller Berg. Leon hat es gesagt, mit Buntsandstein, also wo, als wir die Rebe gepflanzt haben und offener Boden hatte, bist du abends heimgekommen und deine Beine waren richtig rot. Unter der Dusche ist erstmal so das rote Wasser weggelaufen. Das ist das Einzigartige, was den Alsenhof eigentlich ausmacht. Also das macht richtig Spaß. Ja. Noch mehr Dia-Show? Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen noch. Ganz kurz, der Konrad Förster hätte gerne im Anschluss, glaube ich, noch eine Gastropreisliste. Lieber Konrad, das ermöglichen wir natürlich gerne. Ne? Leon, da kümmern wir uns drum. Ja, gerne. Das machen wir natürlich gerne. Ansonsten, ich glaube, unsere Keimzelle, wo haben wir sie denn? Zell Weierbach. Das ist, glaube ich, so, dass... Das ist so... Das beschreibt und zeigt, ich glaube, so am schönsten, wie es bei uns...
aussieht. Also der Rücken, der Schwarzwald, alles in der Vorbergszone. Wir sind ja wirklich Schwarzwälder Winzer eigentlich. Und was dann hier stattfindet, der Schwarzwald ruht hier auf eben diesen besagten Verwitterungsböden. Und dieses kleine Häuschen in der Mitte, das ist unser Rebhäusle. Und drumherum ist das Neugesetz. Also die Einzellage, der älteste Weinberg hier im Weingut. GG, und das ist so, genau, da kommt das Riesling GG her, da kommt Spätburgunder her, da kommt der Traminer her. Und das, vielleicht macht es dem einen oder anderen Lust, sich doch auch mal persönlich zu uns auf die Reise zu machen. Die Aussicht entschädigt für lange Anfahrten, auch aus Berlin oder Hamburg. Immer herzlich willkommen bei uns. An der Stelle. Also ihr habt es gehört, das Weingut Freiherr von und zu Frankenstein lädt euch auch ein, dass ihr doch bitte mal vorbeischauen sollt. Und wenn ihr dann auch da seid, dann zeigen sie euch auch ganz, ganz gerne, wie es aussieht vor Ort und natürlich auch ihre Weinberge. Ja, also was man vielleicht an der Bildwissenlehrung gesagt hat, so dieses Hügelige entlang der Vorgebirgszone, das ist so das Typische bei uns in unserer Region. Also nichts Flaches, bei uns ist alles irgendwo wellig gestaltet, bis zur Steilslage, wo reine Handarbeit ist. Wenn man am Rebhäusl steht, hat man einen genialen Blick nach Straßburg rüber. Muss man aber selber erfahren. muss man wirklich selber mal sich auf den Weg machen. Jederzeit. Unbedingt. So, ich sage vielen, vielen Dank, lieber Stefan, lieber Leon. Es hat uns allen viel Spaß gemacht. Die Teilnehmer waren auch sehr, sehr begeistert, was wir so lesen konnten. Macht euch noch einen schönen Abend. Danke, dass wir bei euch sein durften. Gern. Merci. Macht's gut. Vielen Dank. Danke, Jenny. Ciao. Danke an alle. Ciao.